Willkommen zu dem Vortrag Millionen von Logikgatter verstehen von Kitty in der deutschen Übersetzung von Florian und Pink Dispatcher live vom 36C3 in Leipzig. Ja, worum geht es darum? Warum sollte es einen interessieren und was kann man machen, um Chips oder Hardware auf IC-Niveau zu reverse-engineeren? Begrüßt unsere Sprecherin mit einer Runde Applaus. Hallo, danke für die Einführung. Ich hoffe, ihr mögt meine pinken Katzen. Ich habe versucht, sie auf meine Haarfarbe anzupassen, aber es ist nicht ganz geklappt. Und ja, ich werde über Reverse Engineering von Gates machen. Kurz vor diesem Talk gab es gerade einen über die Grundlagen von Hardware Reverse Engineering. Deshalb werde ich über die Grundlagen hier nicht aufgehen. Worüber ich nicht rübergehen, ist nicht über irgendwelche PCBs oder irgendwelche Prozessanalysen, oder ich werde auch nicht irgendwas über elektrische Proben die machen. Das ist nicht mein Spezialgebiet. Ich mache keine Prozessanalyse, also ich gucke keine Rastertunnelmikroskope, um rauszufinden, wie Chips gemacht werden. Und ich mache auch keine Fault Injection und ähnliches. Worüber ich reden möchte, worüber ich getraktet, was zum Teufel ist dieser Chip? Es kann zum Beispiel auch ein offener Chip oder ein Open Source Chip sein, aber heißt das, dass wir tatsächlich wissen, was da drin ist? Und nein, wir haben ein paar Lücken davon. Wir kennen die RTL-Beschreibung, aber ganzen Haufen von Herstellungsdaten, die kennen wir einfach nicht. Und ich würde gerne alles über diesen Chip wissen. Das wäre echt cool. Also lass uns rausfinden, was in dem Chip drin ist. So, ja, wir hatten diese Idee bevor. Software gibt es auch schon. Wenn man nach Software Reverse Engineering sucht, dann kriegt man ganz fiese Listen. Dann kriegt man diese Listen, die 12 besten, die 9 besten Tools davor. Wenn man das Gleiche mit Hardware Reverse Engineering macht, dann kriegt man gerade die Wikipedia-Seite mit dem Titel Hardware Reverse Engineering. Und vielleicht ein paar Vorträge oder ein bisschen akademische Forschung, aber man gibt keine Werkzeuge und keine Anleitung und so. Das ist ein bisschen ein Problem für mich und das möchte ich ändern. Ja, hatten wir einen Überblick dafür, wie ein Chip hergestellt ist. Man hat ein Design, also einen Vendor. Dann gibt es diese RTL-Beschreibung, dann wird es synthetisiert, dann wird es gelayoutet, dann geht es in eine Fabrik irgendwo auf der Welt, dann kriegt man ein paar Wafer zurück, die testet man und dann hat man einen Chip und dann werden sie gepackt und dann hat man so ein bisschen Lifecycle Management am Ende, da guckt man, ja, ist der Chip jetzt fertig oder ist er tot und dann recycelt man ihn oder nicht. So, ja, worüber macht sich eine Firma Sorgen, wenn sie einen Chip designt? Nun, sie möchte nicht, dass die Foundry, die den Chip fertigt, sich den Chip klaut. Das wollen sie nicht. Sie wollen auch nicht, dass schlecht getestete Chips, also Chips, die nicht die Anforderungen erfordert, ja, dass die rausgehen. Also zum Beispiel, wenn die Foundry feststellt, dass 90% okay sind und die letzten 10% sind nicht gut, dann sagt die Foundry, okay, wir schmeißen sie weg. Aber ja, macht sie das tatsächlich? Und das möchte natürlich der Hersteller nicht, dass solche recycelten, möglicherweise schlechten Chips in den Markt kommen, weil das kostet Geld. Also, dass Hersteller interessieren sich dafür, dass die Chips sicher ist. Was du als Anwender dir Sorgen machst, das sind andere Dinge, zum Beispiel, dass die Chips dazu sowas sollen, dass da keine irgendwelche andere drin sind, zum Beispiel, wenn es im Auto ist oder in deinem Kernkraftwerk oder so, möchte man nicht, dass da irgendwelche Funktionen drin sind, die da sind. Oder es kann auch sein, dass das Designteam, das den Chip entworfen hat, irgendeinen Fehler gemacht hat oder irgendwas in dem Design versteckt hat, die nicht in der Spezifikation stehen. Oder man findet irgendwann komische Dinge in dem Chip findet, die nicht dokumentiert sind. Und wir sind natürlich auch darüber besorgt, dass die Foundry irgendwas darin versteckt hat, dass der eigentliche Auftraggeber nicht da drin haben wollte. Also wir als Anwender wollen Chips, die funktionieren und die keine
bösen Dinge enthalten. Und das heißt natürlich auch, wir wollen keine Chips haben, die beim Testen durchgefallen sind. So, was ist das Leben eines Testchips? Also ja, es kommt aus der Foundry und dann holen wir das aus dem Gehäuse raus, dann tragen wir die einzelnen Schichten ab und machen Bilder davon und dann am Ende haben wir eine Liste von Verbindungen, dann findet man in den Bildern und dann macht man bildverarbeitet und dann muss man rauszufinden, wo genau die Verbindung ist, dann identifiziert man Standardzellen und da geht man da durch, dann hat man so ja ein paar hundert Zellen davon und dann findet man zum Beispiel durch Mustererkennung die restlichen paar Teile. Das ist nicht trivial, das ist komplex, aber wir wissen, wie das geht. Ja. Bildverarbeitung kennen wir, ist einigermaßen bekannt und am Ende haben wir diese Netlist und wir fragen uns, was bedeutet sie eigentlich? Ich hoffe, ihr habt sowas zu Hause, wenn ihr Reverse Engineering macht. Das steht in der Garage bei euch. Nein, es war nur ein Scherz. Man braucht das nicht. Es gibt Unternehmen, die das für einen machen. Und das Interesse, was dann passiert, wenn man die Netzliste hat, dann braucht man davon überhaupt nichts mehr. Dann lass uns über die Probleme reden, über die uns eigentlich interessieren. Was ist der interessante Teil vom Netlist Reverse Engineering oder Netlist Abstraktion? Wie kommt man aus diesen Millionen von Knoten und sowas zu etwas, das man verstehen kann? Also das Erste, was man tut, und wir hatten das in der vorherigen Vortrag, man versucht die Hierarchie zu finden. Man guckt, welche Module hat man dazu, wo sind die Grenzen zwischen diesen Modulen. Das wäre hier das Partitionierung, ja, bei der Synthese partitionieren, um das Layout zu machen. Und bei dem Reverse Engineering machen wir das, um Dinge zu zerlegen. Und hier haben wir schon einen echten Fehler drin, das Spoiler für später, das ist nicht gut. Und dann versuchen wir zu identifizieren, was etwas ist. Und hier kommt zum Beispiel, hier, was könnte das sein? Das könnte ein Crypto-Core sein, aber hier ist noch, und hier noch kommen wir zu dem vorherigen Vortrag zurück. Bilderkennung für Netlist-Analyse ist ein bisschen schwierig, es ist tatsächlich ein RISC-V-Core. Kern. Und wie macht man das, wenn man jetzt so eine Netlist hast? Ich gebe euch einen kleinen Überblick darüber, was wir in den Universitäten damit machen. In großen Unternehmen haben wir einfach einen Haufen Spezialisten, ein paar hundert Spezialisten, die dann darauf gucken, okay, ich habe das vor 20 Jahren designt und ich weiß es hier und wir aus dem vorherigen Tag wissen, da gibt es überhaupt keine Automatisierung hier. Also lass uns über Partitionierungsmethoden reden. Wir haben einen Chip, das macht irgendwas, und wir gucken irgendeinen Datenpfad an. Und man hat irgendeinen Multiplizierer für 32-Bit und man hat zwei 32-Bit-Inputs. Und jeder Input hat das Gleiche, das zu ihm passt. Also jedes Bit zu jedem passt. Passiert das Gleiche 32 Mal. Dann wir klassifizieren das als ein Datenwort und dann versuchen wir, wo diese Worte liegen und dann propagieren wir sie durch das ganze Design und dann kommen wir irgendwann von einem Input zu einem Output und man weiß dann, okay, das sind die Grenzen zwischen von den Modulen, das ist die Grenze des Moduls und dann hat man den Multiplizierer und man hat einen Bus und dann hat man eine 32-Bit-Architektur und dann sieht man zum Beispiel hier ein Startwert, Endwort und das dazwischen ist alles mein Modul. Das andere, was man machen kann, ist grafische Analyse. Das hier ist etwa eine voll parallelisierte AES-Implementation in Hardware. Das kann man sehen, weil das genau 256 S-Boxen. Also wenn ihr tatsächlich mal sowas designt, macht das nicht so. Das können wir sehr einfach erkennen, dass das eine AES-Implementation ist. Und ja, und wenn man dann halt eine grafische Cluster-Analyse mache, dann, wenn sowas rauskommt, ist es relativ einfach zu sehen, dass das ein AES ist. Es gibt zwar verschiedene Arten, Dinge zu partitionieren.
Es ist relativ schwierig und wir würden am liebsten jede Zelle genau in einen Design partitionieren. Und das geht meistens nicht. Typischerweise kriegen wir so 80-90%, was normal ganz gut wäre, aber hier ist das leider nicht genug. Der zweite Teil, den wir haben, nun haben wir unsere Module. Nun wollen wir wissen, was ist das Modul? Und jetzt, was wir typischerweise machen, ist, wir vergleichen es. Also hoffentlich haben wir irgendwo eine Datenbank mit allen bekannten Entwürfen und wir vergleichen unser unbekanntes Design mit irgendetwas in unserer Datenbank. Also ja, man versucht möglichst viele Beispiele zu kriegen, zum Beispiel eine Design Library oder Open Course oder Libre Course oder als eine Unternehmen habt ihr vermutlich auch Zugriff auf IP, das ihr hier benutzen könnt. Und dann gucken wir, wenn irgendwas eine unbekannte Netliste haben und verglichen sie mit unserer neuen Netliste, gucken wir die Inputs an und dann die Outputs. Und wenn zu jedem Input, den man reinsteckt und der gleiche Output rauskommt wie im Bekannten, dann ist es vermutlicherweise genau dasselbe. Und das ist ganz nett. Ja, wir brauchen eine perfekte Abbildung, einen perfekten Match. Und beim Depackaging und Delayering, ja, man kann natürlich Staub da drauf haben und dann sieht man manche Gatter nicht und manche Verbindungen nicht und dann funktioniert es nicht mehr. Das ist nicht mehr perfekte Übereinstimmung. Und wenn man ganz viele Gates haben, dann hat man ganz viele Polygone und dass man überhaupt keine Probleme hat, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Das heißt, diese Methode funktioniert nicht. Wenn man eine perfekte Netlist-Extraktion hat, dann im FPGA funktioniert das vielleicht, aber man braucht eine perfekte Partitionierung. Und man muss das alles perfekt beschreiben können, damit dies funktioniert. Man braucht die bekannte Netlist. Wenn man die auch nicht hat, ist das natürlich ein Problem. Also in der akademischen Welt funktioniert dies aber nicht in der echten Welt. Die zweite Methode ist graph-basiert und wir benutzen unschärfe Methoden, Fuzzy-Methoden. Ich habe einige Designs hier, dann kann man vielleicht erkennen, dass manche ähnlich sind und man kann eine Graph-Analyse machen und hat diesen Fingerabdruck davon, wie es aussieht. Und man kann sehen, diese drei sind alle IS-Implementierungen und diese beiden hier sind Ketchup-Implementationen, also SHA-3. Und man kann so diese unscharfe Vergleiche machen in der Graph-Theorie. Und wenn du dich mit Graph-Theorie auskennst, das ist genau dein Ding hier. Und man kann fein rausfinden, was eine strukturelle Ähnlichkeit ist. Und die erste Frage ist immer, die mir gestellt wird, und du weißt nicht, was für Optimisierungen andere benutzen in ihrem Design. Man weiß nicht, was für eine Zellen-Library die benutzen. Und wie kann man das dann vergleichen? Und was wir wirklich gemacht haben, ist, wir haben drei verschiedene Zellenbibliotheken und Synthesetools untersucht, die für verschiedene Design, und das ist hier eine AES-Runde. Und wie die am Ende aussahen, das war schon ziemlich ähnlich. Also wenn man nur mit den Augen drauf guckt, sieht man schon, dass das ähnlich ist. Um das mit einer KI zu machen, ist das schwierig. Wir haben es schon gemacht, aber es ist trotzdem. Und zum Machine Learning, das funktioniert also auch. Es ist möglich, das zu machen. Ja, das ist cool. Jetzt haben wir eine Ausgabe, wir haben eine Art Hierarchie, wir haben herausgefunden, dass dies unsere Module sind und wir haben herausgefunden, was sie tun. Und das ist schon total cool. Und das heißt, wir können alles reverse engineeren. Das ist total cool. Alles, wenn es um die Probleme geht, mit denen wir uns beschäftigen. Was ist das Problem? Angreifer können das natürlich auch machen. Das ist natürlich echt doof. Und Leute können reverse engineering machen und können Hardware-Trojaner reinbauen. Wir können unsere IP klauen. Und das wollen wir natürlich alles nicht. Und es gibt einige Gegenmaßnahmen, die Leute sich ausgedacht haben. Das erste ist, haben wir schon drüber gesprochen, Logic Locking. Und es gibt Split Manufacturing und Tarnung. Und es gibt noch andere. Und ich sage schon vorher, die sind alle ziemlich kaputt. Das erste ist, haben andere gemacht, das habe ich nicht ich gemacht, ist Forschung von anderen Leuten. Das ist so, wir machen das wie mit Software, wir verschlüsseln einfach die Funktionalität. Das heißt, wir haben einen Schlüssel und haben Schlüsselgatter und diese kleine Netzliste und dann bauen wir noch zwei Gatter dazu. Und wenn man nicht den richtigen Schlüssel benutzt, dann ist die Funktionalität nicht da und dann macht der Chip auch nicht das, was er machen soll. Das ist ganz nett und wir haben verschiedene Wege, in denen man das machen kann. Wir machen das einfach nur zufällig, bauen wir solche Key-Gatter ein
und das funktioniert dann auch nicht. Wir haben da irgendwie eine smartere Methode, eine schlauere Methode und haben etwas, was noch schlauer war, starkes Logic Locking. Das war auch kaputt irgendwann dann. Dann haben wir etwas noch besser machen, das ist dann SAT. Resistant Locking und jetzt haben wir noch was Smarteres und es ist wie eine Art Katz-und-Maus-Spiel und ich rede da gleich noch drüber, aber erstmal, warum funktioniert das? Diese Schlüsselgatter sind einfach ziemlich einfach zu finden, es gibt ein Paper dazu und hier sind die Keygates und es gibt XOR-Gates oder XNOR-Gates. Und die sind relativ einfach zu finden. Und selbst wenn wir eine Optimierung machen, danach sind die mehr oder weniger versteckt, diese XOR oder X-Nicht-OR-Gates. Und es ist relativ einfach, sie zu reverse-engineeren. Und es ist relativ logisch und voraussagbar, wie das gemacht wird. Und man kann diese Schlüsselgatter, diese Keygates immer noch finden. Und das versagt auch, weil die Struktur nicht wirklich sich ändert. Und wenn man diese Fuzzy-Analyse macht von der Struktur, ist das immer das Gleiche. Wir haben hier immer noch eine AES-Runde. Und wenn man die Keygates reinbaut, dann verändert sich das kaum. Ne? Ist das immer noch AES-Runde? Ja, wenn man das mit KI macht, sagt er, vielleicht... dann ist die KI vielleicht kaputt. Aber wir können immer noch diese Strukturanalyse ganz einfach machen, auch wenn man diese Keygatter drin hat. Das ist also ziemlich doof. Wir haben noch andere Angriffe auf ganz spezifische Sachen. Dies ist die Landscape von Logic Locking Schema. Und wir haben in blau diese Schemes und in rot alles, was es kaputt macht. Und es gibt einige, die sind nicht ganz kaputt. Das sind aber die sehr aufwendigen. Das ist auch blöd. Und das nächste ist, wir haben natürlich praktische Probleme. Wir müssen einige Schlüssel da drin haben. Und wir müssen Schlüssel sicher aufbewahren. Das ist schwierig. Wir brauchen sichere Aufbewahrung oder irgendeine andere Methode, damit umzugehen. Wir haben ziemlich viel Overhead, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Und die Verifizierungsteams werden dich auch hassen. Und für die NASA macht es zum Beispiel nicht, weil es unmöglich zu verifizieren ist. Und das heißt, es funktioniert also auch nicht. Und wir haben aber eine Situation, in der jemand sagt, ja, wir machen mal Chip Security und wir machen Logic Locking und denkt länger darüber nach. Und wir haben einige Informationen gekriegt über FSM oder sequenzielles Locking in dem vorhergehenden Talk. Und ich will nur einige andere Schemes einführen. Dieses hier basiert auf Black Boxes, auf SSMs. Und in der Mitte hat man einen originalen FSM. Und von jedem Status kommt man in diese schwarzen Zustände, aus denen man nicht wieder rauskommt. Und das passiert, wenn man den falschen Schlüssel einsetzt. Und man... Ah, das war zu schnell. Wenn man in diesen ursprünglichen hat, muss man den richtigen Schlüssel nehmen. Und wenn man es nicht macht, hat man einen falschen FSM. Und das funktioniert auch nicht, weil, wie wir in verschiedenen vorherigen gesehen haben, das ist ein reverse-engineered FSM. Und man kann das auch durch Hingucken einfach angucken, wo diese schwarzen Zustände sind, diese Blackbox-Zustände. Und wenn man den Schlüssel kauft und den Chip kauft und den eigenen Schlüssel anwendet, dann geht das auch. Jetzt mal was anderes. Also Logic Locking ist kaputt auf Hardware, das funktioniert nicht. Und in Deutschland zum Beispiel, wir können vielleicht 3 oder 4 Nanometer produzieren, 30 oder 40, und 8 funktioniert in Deutschland aber nicht. Und wir haben Angst, dass die Fabrikation irgendwas mit unserem Design macht, weil es nur 8 Nanometer ist. Und das untere ist 8 Nanometer Technologie. Und wir geben denen das und die bauen das und wir kriegen das zurück. Und in unseren eigenen Produktionen bauen wir den Rest, die Verbindungen und die Metallschichten. Und die Idee ist, wie man hier sieht, ohne die Verbindung wissen wir die Verbindungen, die Funktionen nicht, weil wir das nicht reverse-engineeren können, weil wir die Netlisten nicht ganz kriegen. Und es funktioniert auch nicht. Warum? Zuerst mal, wir haben normalerweise einfach physische
physische Nachbarschaft zwischen den Gattern und man verbindet normalerweise nicht Gatter, die ganz weit entfernt sind auf diesem Chip, von unten links nach oben rechts. Das heißt, wenn man diese hat, dann wird es wahrscheinlich zu einem von diesen verbunden. Wir haben auch normalerweise nicht so viele Schleifen drin und dass Sachen zurück in sich selbst gehen, außer in einigen Fällen haben wir nicht oft. Und diese Gatter können nur ganz bestimmte maximale Anzahl andere Zellen treiben, also haben wir da auch schon Beschränkungen. Und das geht dann in unseren Angriffsschema ein. Und dann können wir auch ein bisschen rausfinden durch Brute Force, wie das hier funktioniert. Und das funktioniert manchmal, funktioniert auch nicht, weil wir auch schlechte Designer haben. Und dann nimmt man einfach die Metallschichten oben weg und dann hat man sowas hier, hat das Source Gate und hat eine unverbundene Verbindung. Und dann sitzt man da, ich frage mich, ob das vielleicht nach A oder nach B verbunden werden soll. Und ich glaube, ja, das ist auch kein großes Geheimnis, es ist wahrscheinlich Gate A. Und darum funktioniert es auch wirklich schlecht. Und das letzte, die letzte Gegenmaßnahme, über die ich reden möchte, ist Zelltarnung. Wenn wir die Verbindung nicht verstecken können, dann wollen wir wenigstens die Funktionalität verstecken. Wenn man diese sehen, das ist eine NAND- und eine NOR-Zelle, die sehen verschieden aus. Das Metall sieht verschieden aus oder die Dotierung sieht verschieden aus. Und wir haben Zellen designt, wo das Metall gleich aussieht. Hier haben wir diese verschleierten NAND- und NOR-Zellen und auf dem Papier sehen die genau gleich aus, aber die haben verschiedene Funktionalität. Und die Idee ist, wenn man nicht weiß, was die Funktionalität ist, dann kann man den auch nicht reverse-engineeren, den Chip. Wir haben hiermit aber auch Probleme. Das erste ist, diese Zellen sind riesengroß und die Flächenoverhead ist einfach sehr groß. Das heißt, die Chips werden teurer. Man hat Wärmeprobleme unter Umständen und man muss auch Hersteller finden, die produzieren können. Was heißt, man braucht spezielle Technologie, um das zu machen. Man braucht irgendwie andere Zellenbibliotheken und ihr wisst, wie Firmen damit umgehen, Fabriken damit umgehen. Man muss auch, wir haben versucht, auch Endverschleierungsangriffe zu machen. Also was wäre normal hier, das zu haben im Reverse Engineering oder mit Brute Force auch das zu machen. Es kann nur ein NAND oder ein NOR sein. Es gibt zwei Optionen und wir probieren einfach beide aus mit Brute Force. Und dann gibt es das Problem, dass die SEMs, die Scanning-Elektronenmikroskope, die können unterscheiden, die können die Dotierung unterscheiden, wenn die unterschiedlich sind. Und das kann man sehen im SEM-Bild. Hier im optischen Mikroskop sind diese Punkte, die können die nicht unterscheiden, aber das SEM haben wir dunkle und helle Punkte und auch in den FIP-Bildern kann man die Unterschiede sehen, je nachdem, mit welcher Technologie wir die Bilder machen. Für ganz kleine Dotierungen funktioniert das nicht, aber für große Dotierungsänderungen kann man das sehen und dann sieht man auch die verschleierten Gatter. Ja, Reverse Engineering ist cool, oder? Ja, wir haben IP-Schutz für die Firmen. Wir können rausfinden, ob irgendwas in unserem Design ist, was wir nicht wollen, irgendwelche bösartige Logik. Wir wollen natürlich nicht, dass Atomkraftwerke explodieren, weil die Chips kaputt sind und irgendwo hingeschickt werden. Aber die Fabriken benutzen Techniken, um rauszufinden, wo sie die Sachen platzieren. Und wenn sie die Funktionalität kennen, dann können sie auch sagen, wir tun es einfach in den Kryptokern und wir wollen, dass das da ist. Und wenn man die Funktionalität nicht kennt, dann wissen sie nicht, wo sie den Trojan hinbauen sollen. Das heißt, unsere Gegenmaßnahmen sind eigentlich alle kaputt. Wir haben nichts, was wirklich gut dagegen, um uns vor Reverse Engineering zu schützen. Und das Hässliche ist, wir haben nicht wirklich irgendwelche Tools und Werkzeuge. Es gab einen Talk dazu und wir haben auch wirklich nichts, was kommerziell verwendbar ist für einen tatsächlichen Chip. Das heißt, wenn man die 6000 Gatter haben dann und den tatsächlichen Chip, der hat dann 2 Millionen Gatter und es funktioniert aber nicht mehr. Und wir haben auch keine formalen Methoden, das ist auch doof, denn wir können nicht wirklich beweisen, dass irgendwas so ist und es ist nicht beweisbar sicher. Und manchmal kommt es uns so vor, als ob sich auch niemand dafür interessiert. Oh, Meltdown ist wirklich schlimm. Ja, schon, aber wenn deine Chips in der Hardware unsicher sind, dann hat man ein viel größeres Problem. Und das ist noch viel schwieriger, diese zu ersetzen. Das ist etwas traurig manchmal, aber was kannst du machen? Ja, die beiden Hauptprobleme, die ich erwähnt habe,
die Partitionierung und die Identifizierung. Dafür braucht man keine spezielle Hardware, keine speziellen Tools. Alles, was ich hier, viele Dinge, die man benutzen kann, sind Open Source. Ich habe Open Course und Libre Course erwähnt. Die könnt ihr alles runterladen. Ihr könnt das alles mit offenen Tools synthetisieren, wie Yosys oder Qflow. Das ist etwas, was ihr machen könnt. Und ihr könnt neue Methoden finden, um Dinge zu partitionieren, um zum Beispiel alles hier mit einem normalen Laptop zu umgehen. Und man braucht einfach nichts weiteres. Das ist ganz nett. Insbesondere wäre es gut, wenn ihr Interesse in Graphentheorie habt oder in funktionaler Analyse, also die suchen nach Software-Ingenieuren oder Forschungserfahrung, die wissen, wie man Graphen oder wie man besser partitionieren kann, wie man Fehler da besser finden kann. Das wäre ganz nett. Und dafür, ja, kontaktiert mich gern, wenn ihr das Rastertunnel-Mikroskop in der Garage habt, sagt mir auch Bescheid, ich würde es mir gerne angucken. Aber wenn ihr Ideen habt, wie man das besser machen kann, dann lasst es das nur das wissen. Und ich hoffe, ihr habt ein paar Fragen. Das war, wie man Millionen Gatter versteht, von Kitty, übersetzt von Florian und Pink Dispatcher. Und ihr könnt uns gerne Feedback über Twitter geben unter dem Hashtag C3T oder per Mail an hello@c3lingo.org. Und jetzt zu den Fragen. Welche großartige Software benutzt du, um solche Graphen zu visualisieren? Ja, benutzen verschiedene. Wir benutzen GraphTool, das finden wir ganz toll, und GraphViz, das kann man sich auch angucken. Für die extrem großen Graphen haben wir ganz tolle Sachen mit Gephi gemacht. Zum Beispiel diese Sachen kann man. Gephi kann verschiedene Graph-Algorithmen anwenden auf deinen Graph in Echtzeit, und vielleicht braucht man ein bisschen mehr Speicher manchmal, aber wir haben bis zu 1 Million Gatter benutzt, und GraphTool ist auch ziemlich cool. Ich habe 2 Fragen. Die erste ist mit dem Raster-Elektronenmikroskop. Soweit ich weiß, kann man den Chip tatsächlich arbeiten sehen, wenn man ein SEM benutzt, weil man die Elektronenladungen sehen kann und den Transistoren. So, warum braucht man all diese Tarnungssachen, wenn man es sehen kann? Ja, warum machen wir überhaupt diese Tarnung? Es geht um Tarnung, Verschleierung in dem Chip-Design. Das habe ich mich auch selbst gefragt. Und manchmal ist es so klein, dass man es nicht mehr bei der Arbeit sehen kann. Und Camouflage funktioniert in sehr, sehr kleiner Technologie. Und das kann man auch nicht mehr wirklich visualisieren. Und es ist wirklich schwierig, die Bilder zu kriegen für das Reverse Engineering und das zum Funktionieren zu kriegen, um zu gucken, was innen drin funktioniert. Und ja, man kann es immer ausprobieren, um reinzugucken, was es tut. Die zweite Frage ist, das würde nicht mit der Foundry funktionieren, aber gibt es physikalische Methoden, zum Beispiel spezielle Beschichtungen, die man nicht entfernen kann, ohne das Silizium zu zerstören? Ja, es ist was in der Richtung ausprobiert worden. Es gibt eine Beschichtung, und man kann auch versuchen, in die Metallschicht was reintun, dass wenn man das physisch entfernt, dann verkratzt man das. Und solche Möglichkeiten gibt es. Und das ist ein physisches Problem. Das machen die Materialleute. Und soweit ich weiß, haben sie nichts gefunden, wo das wirklich ein Problem wäre. Single Angel, do you have more questions from that? Es gibt keine weiteren Fragen. Ja, doch noch eine. Kennst du ein Werkzeug, zum Beispiel Clock-Gruppen aus einer Netliste rauszukriegen? Wie man zum Beispiel sieht, da ist irgendwie Takt-Gating oder so. Wenn man eine Taktgruppe sieht, kann man das erkennen? Ja, Clock-Gruppierung ist das Erste, was man eigentlich macht, was man versucht herauszufinden. Man guckt erstmal an das Zeitsignal
und erkennt die und dann geht man weiter und versucht das zu teilen. Und soweit ich weiß, macht Valve das, aber ich weiß nicht, ob es andere Tools gibt, die das machen, die das spezifisch machen. Es wäre einfach nett, ein Tool zu haben, das einfach die Netzliste einliest und dann einfach sagt, diese Gates gehören zu der Taktgruppe und sowas weiter. Ja, ich glaube, Hall macht das. Das ist möglich mit Hall, glaube ich. Ja. Kannst du sagen, wie viel Overhead man durch die Verschleierung kriegt und wie häufig das tatsächlich benutzt wird? Also es sieht ja, als man es leicht umgehen kann. Es wird das häufig benutzt. Ja, Leute designen Chips und in ungefähr zwei Jahren oder so, und wenn dies ganz was das Neueste und Tollste war, wir werfen den jetzt auf diesen Markt mit dem Logic Locking drin, und der Overhead hängt davon ab, wie man es implementiert. Man benutzt ja nicht 100% Schlüsselgatter, sondern nur für die wichtigen Sachen, zum Beispiel für Verschlüsselungsmodule oder für die CPU. Und der Overhead hängt einfach davon ab. Und reden wir jetzt von Logic Locking oder von Verschleierung und Tarnung? Das ist nämlich etwas verschieden. Und bei dem einen kommt es auf die Zellbibliothek an, die man benutzt, und für die Verschleierung gibt es sehr viele verschiedene Ideen, wie man das gut machen kann. Und die schwierigeren, wenn es schwieriger ist, dann hat man natürlich viel mehr Overhead und ist viel schwerer, 1,5 mal bis 5 mal so viel. Und das ist nicht der ganze Chip, sondern das ist nur der Teil, der interessant ist. Und für Logic Locking benutzt man vielleicht, haben wir vielleicht noch ein bisschen Raum über, und dann benutzt man vielleicht 5% Logic Locking für dieses, und dann hat man noch ein paar mehr Möglichkeiten auszuwählen, wo man das macht. Ich frage mich, wenn man mit der zukünftigen Entwicklung wie 3D-Stacking anguckt beim Packaging, wie siehst du die Zukunft deines Feldes? Wir haben also mit 3D-Printern in der Vergangenheit gearbeitet, und wir können vielleicht da können wir vielleicht mehr Informationen noch finden, aber es ist nicht wirklich ein physischer Prozess, der gemacht werden muss, sondern meine Forschung geht um diese High-Level-Analysen, und ich würde annehmen, dass solange wir Chips testen müssen, solange haben wir auch die Tools, um die zu analysieren, und auch mit 3D-Stacking ist das immer noch so, dass wir wirklich in den Chip reingehen müssen und die Bilder machen können, und für die Fehleranalyse brauchen wir das, und solange wir es für Fehleranalyse brauchen, können wir es auch für Reverse Engineering benutzen. Kann man das auch mit FPGAs machen? Ja, bei FPGAs, das wären die Leute aus Bochum, die haben das gemacht, und soweit ich weiß, ist diese ganze Clustering-Geschichte, diese auf der ersten Ebene, das ist, funktioniert für FPGAs genauso, aber ich weiß nicht, ob Camouflaging, das für Verschleierung in FPGAs funktioniert, aber Keylocking kann man machen, Logic Locking. Regarding the problem of sending your designs to the foundry and getting it. Bezüglich des Problems, dass man das Design an die Foundry schickt und dann irgendwelche veränderte Sache zurückkriegt. Wie ist der Status davon in der wirklichen Welt? Ist das ein wirkliches Problem? Ist das, können Unternehmen tatsächlich verifizieren, dass sie das zurückkriegen, was sie hingeschickt haben? Oder müssen sie blind vertrauen? Wie viel ist das eigentlich tatsächlich möglich? Ja, das ist eine Frage, funktioniert, ist das in der Praxis wirklich ein Problem? Und wenn es in der Industrie so wäre, würden Sie es mir wahrscheinlich nicht sagen, wenn das wirklich passiert wäre. Der Overhead, den die Foundries haben, die Fabriken haben, ist ziemlich groß tatsächlich. Und es ist nicht etwas, was eine Einzelperson machen kann, sondern da braucht man wirklich einen Staat vielleicht, der das macht. Und die Fabriken liegen in Ländern, in denen wir diese Probleme vielleicht haben. Und ich weiß, dass Firmen daran arbeiten, die Produkte zu überprüfen. Und ich weiß von großen Chipherstellern, die sowas machen. Wenn die Chips zurückkriegen, dann werden die reverse-engineert. Und ich glaube, das ist noch in den Kinderschuhen. Aber irgendwann werden wir vielleicht eine Art Zertifizierung bekommen. Wir haben jetzt eine Zertifizierung für Chips, und vielleicht haben die das reverse-engineert, und dann wird reverse-engineert, wenn er zurückkommt, und dann kann er zertifiziert werden. Aber ich glaube, das dauert noch lange, bis das kommt.
Wenn ich vermuten sollte, wenn ein staatlicher Actor ein Design an einen Foundry schickt und dann ein anderer staatlicher Aktor da irgendwie Änderung macht, wer wird gewinnen? Ja, ich denke, das hängt vom Staat ab. In Amerika wird die ganze Forschung von DARPA finanziert und die haben sehr viel Geld. Und ich glaube, ich lasse das einfach so stehen. Alright. Thank you very much for talking and for answering all the questions. Ja, danke für den Talk und danke für die Antwort. Thank you.